So, liebe Leute, jetzt sind wir endlich mal wieder auf dem Stream. Sorry, es hat irgendwie gerade voll den Hänger gegeben. Da war wahrscheinlich kurz mit Internet weg. Aber jetzt sind wir wieder on air. Und Habitat erreicht Level 9 und er lernt den Silverblade. So, ich bleib weiter auf meinem Habitat. Das erste Mal, dass sowas passiert ist, dass auf einmal der komplette Stream weg war. So. Habitat zerfetzt hier alles. Nee, das war mein Internet. So wie es ausgesehen hat. So. Schnabelattacke auf Sachmann. Yay. So. Ah, das sagt man auch schon weg. Und Habitat erreicht Level 10. So, welches Pokémon ist an der ersten Front? Habitat. Dann tauschen wir das gegen mein Nidoran. Also, ich versuche halt immer, dass meine Pokémon recht ausgeglichen sind vom Level her. Ich möchte jetzt nicht, dass jetzt eins noch voll überpowered ist, im Gegensatz zu den anderen. Außer es kommt halt jetzt so die Situation, dass halt nur ein Typ halt bevorzugt wird in den Kämpfen. Aber ansonsten versuche ich immer, dass es recht ausgeglichen ist. Ja, sein Rutenschlag geht daneben, mein Silberblick, der trifft. Und dann haben wir einen Tackle drauf. So, wird Zeit, dass Nidoran auch mal eine neue Attacke lernt. Alter Finne! Erzkörper, was machst du? Bitte mal schauen. Nee. Okay, Ratzratz, dann kommst du ins Spiel. So, mit dem Motorrad, hau uns weg! Sehr schön. Nidoran männlich kommt in den Kampf. Nee, ich bleib jetzt einfach mal drin. Schwäche einfach Nidoran, soweit es geht. Ja, das ist doch schon mal gut angeschwächt. Und dann bringen wir mein dickes Pikachu mal wieder in den Kampfeinsatz mit Dönerblitz. Dönershot. Wenn er mit das schon Blitz hat. Das kann schon die One-Attacke, das ist nie. So, Volltreffer und weg. Mit Dönerschock haben wir es weggedönert. Ja, dann gehen wir mal wieder Pokémon aufladen. Wir haben mal wieder einige Kämpfe hinter sich. Deine Pokémon und ich will nichts dafür haben. So. Ja, das sind überlebenswichtige Informationen, dass dein Bruder Shorts trägt. Teenager möchte kämpfen, er setzt seinen Habitat ein. Wow, 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 wow,
Level 14 nach Habitag, what the hell? Da setze ich gleich mal einen Pikachu ein. Ja, das ist nicht toll. Oh, macht das Schaden, das ist gut. Donnerschock! Treffer. Und es ist paralysiert, jawohl, sehr schön. Ich hatte nochmal Donnerschock. Und das ist auch schon weg. Und Nidoran erreicht Level 10. Yeah, und deren Tonnenattacke wahrscheinlich. Ja, doch nicht. Verdammt. Lernt Nidoran Hornattacke. Mann, lernt Nidoran Hornattacke. Es lernt die Hornattacke. Auf Level 8. Nachdem es ein Level übersprungen hat, lernt es jetzt die Attacke nicht mehr. Verdammt! Was ist das für ein Schmarrn? Das ist noch so doof in der alten Generation. Wenn ein Pokémon ein Level überspringt, dann lernt es die Attacke nicht mehr. Oh Mann, jetzt kann mein Nidoran keine Hornattacke. Nachdem es von Level 7 auf Level 9 gleich hochgekommen ist. Ach ja, das ist ja bescheuert. Okay, dann müssen wir Nidoran ein bisschen overpowern, damit ich mit Tackle mehr reißen kann. Dann gibt es erstmal mal ein kleines Hardcore-Training für meinen Nidoran. Weil wie man sieht, das geht schon ordentlich auf den Deckel von einem Raupi. Das finde ich gar nicht cool. So, Nidoran erreicht Level 11. Yeah. Und da kommt ein Safran. Tackle. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, diese Kampf. Weil die Trainer Safran und Kukunas, die können irgendwie nur Härtner. Die werden es wahrscheinlich auch mitgefangen haben. Weil die können alle nur Härtner, die können nicht angreifen. Mal also, wenn man ja dann Hornio bzw. ein Raupi entwickelt, können sie zumindest Giftstachel oder Tackle. Aber so ist das schon ziemlich doof. Jawoll, Volltreffer, yay, Nidoran, jawoll! So will ich das sehen hier. So, schöne Erfahrungspunkte, jawoll. Protect sie. Käfersammler, oh yeah. So, da kommt die komische Göre. Und ich glaube, die hat einen Pummel-Luffy. Oder einen Schnuddel-Luffy. Die mega tolle. So, Item Trank an mein Nidoran. So, Pfund. Das macht mir zu viel Schaden. Da kommt mein Bisasam mal wieder ins Spiel. Tja, kann schon aussetzen, wenn ich noch keine Attacke eingesetzt habe. Kommt erstmal mein schöner Egelsaum. Oh, Tackle wurde blockiert. Du bist gemein, Pomelo. Du bist gemein. Okay, dann. Wird nicht mehr blockiert. Ja, super. Warum setzt sich dann Wolle ein? So, der Angriff wurde mal runtergefahren von diesem Pomelo. Das macht immer noch verdammt viel Schaden, das Vieh. Trotz dass ein Heuler schon drin gehabt hat. Ja, ein Tackle drauf. Gott. Ja, Heuler kannst du ruhig blockieren. Ich absorbiere dir einfach mal schön deine Lebensenergie.
und wird nicht mehr blockiert. Das hilft dir ja sehr viel. Kleines Pummeloch. Tackle! Volltreffer, sehr schön. Das Pump macht trotzdem sau viel Schaden. Pummeloch ist halt einfach so dick. Wenn das einmal sich mal ein bisschen drauf pfundet, hey, dann zieht sich gerne so viel ab, hey. So, Tackle und Pummeloch ist weg. Nein, doch nicht! What the hell? Okay, aber jetzt. Oder? Immer noch nicht, gibt's doch nicht. Hey. Wo ist das Pummeloch hier? Weg. Weg. So, Nidoran erreicht Level 12. Yeah. Und beim Bisasamen erreicht kein Level. Nein. Bleib mir fern. Ja, du hast mich angelabert, nicht ich dich. Also. Mädel, du solltest mal vielleicht zum Arzt gehen und das überprüfen lassen. War nicht hier noch ein Pokémon Center? Das wäre voll Töfte, jawoll. So, machen wir wieder fest. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Okay, komm jederzeit wieder. Alles klar. Hast du nur irgendwas zu sagen? Nichts Besonderes. So. Puh, ich mache eine Pause. Der Weg durch den Tunnel in Azuria City ist sehr beschwerlich. Das stimmt wohl. Was gibt's denn eigentlich hier noch so für besondere Pokémon? Ein Habitag. Haben wir aber schon. Los, Nidoran. Los, weg mit deinem Tackle. Muss ich mal kurz nochmal gucken, was die nächste Attacke ist, was Nidoran lernt. Auf Level 14 ernährt es zumindest den Giftstachel. Und ich glaube, der macht sogar ein bisschen mehr Schaden dann. Und er ist noch 29, okay, da kommt dann eigentlich nichts mehr Gescheites. Energiefokus und dann nur noch Hornbohrer. Und Hornbohrer ist ja wie bekannt ein K.O.-Treffer, aber da muss man sau viel Glück haben. Also es lernt jetzt eigentlich bloß nur den Giftstachel auf Level 14. Und danach lernt es eigentlich keine gescheiten Attacken mehr. So. Das heißt, ich müsste jetzt meinen Nidoran bloß mal auf Level 14 hochbringen. Dann lernt es zumindest mal eine Step-Attacke, weil es ja hier Typ Gift ist. Also Step macht doppelten Schaden. Und ja, nachdem ja sowieso mein Nidoran physisch ist, macht es auch noch sehr, sehr viel Schaden. Ja, dann holen wir uns hier mal Aquaknarre. BM12 ist nämlich die Aquaknarre. Genau. Habe ich es doch noch richtig im Kopf gehabt. Und komischerweise kann es Ratzfratz erlernen. Ich finde das immer wieder verblüffend. Und dann bringen wir es auch gleich mal Ratzfratzblei. So. Hier finden wir noch einen Trank. Und hier haben wir einen Trainer. Ein Käfersammler. Oh yeah. Ich bin eher einer, der wohl die Pflanzen-Pokémon bevorzugt. Ich fand Nidoking einfach so von optischen her immer sau cool, genauso wie Rizeros. Das ist auch so cool optisch. Oh, Tackle! Ja, mittlerweile haut schon Nidoran ganz gut rein. Aber wäre es trotzdem echt noch lieb, wenn es die Step-Attacke kann. Also
Pferde-Pokémon. Also es gibt nur ein Pokémon, was ein wirkliches Pferd ist. Das ist Ponita und Galoppa. Das sind die einzigen Pokémon, was halt auch ausschauen wie ein Pferd. Wenn du jetzt quasi die drei heiligen Vögel meinst, das wäre dann Arctos, Zapdos und Labrados. Das wäre dann quasi Feuer, Eis und Blitz. Oder Mew. Du meinst Mew. Mew, ja, Mew ist ein sonderbares Pokémon. Das kann man hier auf der ersten Edition auffangen, wenn man eine gewisse, ja, einen Glitch quasi macht, indem man gewisse Aktionen macht, mit einem Trainer hingehen, Start drücken, speichern und bla bla bla, dann kann man nämlich das Event mit Mew dann später dann triggern, dann kommt dann Mew auf Level 5. Also jetzt nicht so wie also viele vermutet haben mit der MSN und so weiter, mit dem Ticket, dass man da gar nicht reingehen sollte und bla bla bla. Da kann man dann mit dem Pokémon Surfer einsetzen, da kann man dann da schwimmen und bla bla. Und dann kommt plötzlich so ein LKW und die ganzen Geschichten, die was man ja wiederum kennt, die sind alle nicht wahr. Entweder man hat es über ein Pokémon-Event geholt, so wie ich. Oder man hat es über den Glitch dann quasi gemacht, aber früher ist man halt nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Nee, das Pferde-Pokémon gab es nicht in drei Varianten, außer du meinst die, ja, die wo ihr ausschauen wie so Hunde, das wären dann Aquana, Flamara und Blitzer, die wo aus Emuli entwickelt werden. Also es sind dann keine Pferde. Also es gibt bloß ein Pokémon, was ausschaut wie ein Pferd, außer jetzt hat in der neuen Edition gibt es halt dann noch eins, das ist Keldeo. Das wäre dann noch ein Pferd. Ansonsten hätte man halt dann bloß noch Hirsche, aber das ist ja dann kein Pferd. Und die haben wir auch keinen Typ Blitz, Wasser oder Feuer. Alter, Pixi, krieg dich mal wieder ein hier. Ich hab kein Kampf-Pokémon. Abfratz. Also meinst du quasi Aquana, Blitzer und Flamara? Rucksucki, bam! Alter, das Viech macht Schaden, das ist ja abnormal. Alter, Schwede, Volltreffer. Verdrückt. Naja, kommt mir zugute, kriege ich wieder ein bisschen Leben. Und Leben. Zack, sehr schön. Und der Tackle. Und nochmal ein bisschen Leben. Habe ich nichts dagegen. Und der Tackle besiegt das Pipi, oder? Immer noch nicht ganz. Okay, aber jetzt ist es tot. So. Dieses Abend dürfte dann Level 12 erreichen. Ratzfratz erreicht schon mal Level 10, ist schon mal super. Ah, doch noch nicht. Okay. Oh. Ein Zubat. Pikachu.
Dass das Blutsauger ja eine Käferattacke ist, möchte ich da diese Samen jetzt nicht unbedingt reintun, weil, wie bekannt, wird der Käfer ja Pflanzen aufessen, also ist das sehr effektiv und das ist jetzt nicht gerade der Bringer. Das ist jetzt Pikachu rein, weil Zubat hat ja den Flugtypen, das Fluggift, also von dem her kriegt es schön viel Schaden. Von einem Elektrostoß. Nidoran wird nebenbei auch noch ein bisschen trainiert. Jetzt hätte man Level 14 erreicht, um seine Giftstachel zu erlernen. So. Gut, sagen wir, das bringt ja nicht viel. Und dann kommt der Döner-Shot und du bist weggedönert. Das auf die Nerven. Ah, oh, hau ich jetzt einfach mal ab, wenn mir das zu doof ist. Ja, Entschuldigung, ich schleich mich halt gerne durch die Gegend. Ein Forscher. Nee, Streber. Ein Magnetilo. Ein Elektro-Stahl-Pokémon. Was in dieser Edition nur Elektro ist, das ist wiederum nicht sehr cool, weil ich eigentlich nichts Effektives drauf habe. Aber dann setzen wir mal einfach mal Bisasam ein. Weil da die Angriffe noch recht neutral sind auf Bisasam. Egelsame, bam, erstmal schön bepflanzen. Anscheinend kann das Magnetilo nur Tackle. Dann werde ich meine altbekannte Taktik anwenden. Absorben und Heuler drauf machen. Also kann ich mal mein Bisasam wieder ein bisschen auftanken, ohne dass ich einen Trank verwende. Sein Angriff wird immer weniger. Der Egelsam wird mit der Zeit stärker und absorbiert dadurch immer mehr Leben. Und ja, das ist halt eine super Taktik, finde ich. Noch cooler ist es, dass du halt Egelsamen und Giftpuder bzw. Toxin dann auf den Gegner machst. Boah, das war nicht toll. Das war gar nicht toll. Jetzt muss ich nicht aus dem Trank einsetzen, möchte diese Samen auf alle Fälle nicht verlieren. Ein Tackle von Magnetilo macht einen Schaden, ich heile mich um eins, also das ist jetzt komplett gleich. Also Tackle, hier ist einfach jetzt mal wieder. Also ich bleibe jetzt immer gleich auf die 22 KP oder 21 KP, je nachdem wo ich jetzt dann stehen bleibe. Und das Magnetilo zieht jetzt genauso viel ab, als wie mein Egelsamen Schaden macht. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. Normalerweise müsste es mehr werden, aber erste Gen, da wird das ja alles noch ein bisschen komisch berechnet. So. Sehr schön. Magnetilo wurde besiegt. Nidoran erreicht endlich Level 14, kriegt dadurch endlich seinen Giftstachel. Sehr, sehr schön. So, Bisasam erreicht jetzt endlich Level 12 und erlernt jetzt endlich mal Rankenhieb, oder? Ne, doch noch nicht. Was? 13 oder 14? Mit Rankenhieb. Und das kommt ein Voltuball. Das kann natürlich auch Tackle. Wollen wir auch mal gleich mal wieder besammeln. Übliche Taktik und mit Heuler runterschwächen das Ganze. Okay, so ein Volltreffer. Das macht dann noch ziemlich viel Schaden. Reiteschrei, okay.
Er schwächt meine Verteidigung, ich schwäche seinen Angriff, also es gleicht sich irgendwann halt mal wieder aus. Im Moment habe ich noch seinen Angriff ein bisschen mehr geschwächt, als wie er meine Verteidigung. Also ich kann mich halt wieder schön vollladen. Und jetzt kommt der Tackle, sein Kreideschrei ging auch daneben. Ich gehe jetzt mal in die Offensive. Das wollte Ball schnell mal weg ist. Er ist jetzt zum Tacklen, jetzt geht er auch wieder in die Offensive, ist jetzt nicht so toll. So. Ein Angriff und er ist weg. Und Tacklen. Und weg ist er. Bam. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir zusammen erreicht Level 13. Und er lernt jetzt auch den Rankenhieb. So. Ein wildes Zubati. Artui fliehen. So, was haben wir hier? Ein Trank. Den können wir gut gebrauchen. Den gebe ich an meinen Bisasam. Der Nidoran ist jetzt nicht so das stärkste, also es müsste jetzt noch 2 Level trainiert werden, glaube ich, damit es zu einem Nidorino wird. Dann kann man es erst wieder gebrauchen. Und da haben wir auch einen Sonderbonbon. Ja, momentan jetzt 2 starke Pokémon. Wir brauchen nur noch 416. Lukas 444. Hallöchen. Ja, ein deutscher Stream und ich bin ein Bayer. Hallöchen. Servus und Christi. Komme aus den Herzen Bayern natürlich. Und ich freue mich, einen neuen Zuschauer zu haben. Natürlich kann ich das machen. Natürlich. Ihr müsst mir das nur sagen, also das ist ja immer pro Stream immer ein bisschen anders, pro Spiel. Also wenn irgendwas ist, einfach muss kurz mal sagen. Ich bin jetzt mal kurz mal für 2 Minütchen mal kurz weg, weil ich muss mal kurz wohin, bin gleich wieder da. Könnt gerne was reinschreiben in den Chat, ich werde jede Frage natürlich beantworten, wie üblicherweise. So, da bin ich wieder. Und der Lukas. Natürlich kannst du auch ein Pokémon sein. Kommt halt darauf an, was du denn gerne sein möchtest. Ich habe halt am Anfang bloß mal das Spielen halt angefangen. Da waren noch halt keine Leute da und da habe ich mir halt schon mal diese Pokémon hier schön gefangen. Und deshalb habe ich ihnen keinen Namen gegeben. Aber wenn ich zum Namen Umbenenner komme, vielleicht tue ich dann eins umbenennen. Das ist ja kein Thema. So. Ich war noch am gucken an den Statusen der Pokémon. Und der Lukas. Wie schaut's denn eigentlich bei dir aus? Hast du Pokémon geliebt? Hast du die roten, beziehungsweise die blaue oder gelbe Edition überhaupt gespielt? Oder bist du erst später da drauf gekommen? Oder keine Ahnung.
Nee, das ist nicht mein erster Stream. Es ist jetzt quasi mein erster Pokémon-Stream, das schon. Aber es ist jetzt nicht mein erster Stream. Generell streame ich hauptmäßig Speedruns von Mega Man 2 bzw. Metroid Zero Mission. Und nebenbei mache ich halt noch ab und zu mal so Live-Let's Plays. Wenn ich gerade keine Let's Plays halt auf YouTube mache, so wie im Moment halt eher, ich tue die lieber live mit den Leuten spielen, das ist mir irgendwie lieber. Und ja. Also du findest mich halt auch auf Facebook, wo du mich halt adden kannst, sowie auf YouTube unter LP Gromtek, was halt unten rechts steht. Genau in dieser Schreibweise findest du mich. So, mein Nidoran ist schon so angeschlagen, das hole ich raus und gegen ein Raupi setzt man natürlich ein Flug-Pokémon ein. Natürlich holen wir Habitak. In der vierten Gen, also bist du quasi Diamant und Perl dazugestoßen. Das waren, Platin, glaube ich, war das. Das waren sehr, sehr schöne Editionen, ja. Ja, die alten haben halt ihren eigenen Charme, sagen wir mal so. Wie ich halt schon mal erzählt gehabt habe, weißt du wahrscheinlich nicht, dass viele Sachen halt da noch ein bisschen anders waren in der ersten Gen. Zum Beispiel gab es jetzt keinen Spezialverteidigungswert sowie Spezialangriffswert, sondern das war halt ein insgesamt der Wert, das war nur Spezialwert. Also die waren nicht getrennt, sondern das waren also ein Wert halt. Und der wird halt hier auch noch komisch berechnet. Und viele Angriffe, die wo normalerweise neutral wirken, also beziehungsweise in den neuen sehr effektiv sind, sind hier noch neutral wirksam, so wie halt anders halt auch. Nein, möchte ich nicht. Ja, dein Raupi, lasse ich mein Habitak drin. Smaragd ist mit einer meiner Lieblings-Pokémon-Editionen. Smaragd ist super. Feuerrot ist ja das Remake zu der roten Edition, sowie Blattgrün zu der blauen quasi. Die Remakes sind natürlich super, aber habe ich leider nicht und die sind auch ein bisschen zu teuer. Aber generell so auf meinem Stream findest du halt auch viele Sachen zu Retro-Spielen, was ich halt auch mal spiele, so wie Donkey Kong oder sonst was. Ich spiele eigentlich querbeet Spiele. Den roten Rand, der ist deshalb dabei, weil ich Pokémon Rot über keinen Emulator spiele, so wie das viele meistens bedenken. Ich spiele über meinen Super Nintendo, über den Super Game Boy Modul quasi, meine original rote Edition, die wo ich noch von damals habe. Wo es rausgekommen ist, es ist immer noch dieselbe Edition, über die spiele ich gerade, über meinen Super Nintendo. Also sehr retro-like. Ja. So. Zubat. Nein, die wollte doch nicht die Dora. Nein. Oh. Komm, das überlebst du. Den Blutsauger überlebst du. Nein. Verdammt. Ja, das war halt früher so. Da haben sie irgendwie bei Super Game Boy extra für Rot und Blau und Gelb gibt es da so einen speziellen Rand. Der wurde auf die Module mit drauf installiert. Den Mew-Trick könnte ich machen, da müsste ich bloß nochmal nachschauen, wie der genau geht. Aber den könnte ich theoretisch machen. Müssen wir bloß nochmal raussuchen, wie der genau geht. Ein Mirapla. Los, Ratzfratz. Ruckduckieb.
Ja, es war mir klar, dass es nicht so viel abzieht. Mir war klar, es ist sehr physisch. Haben wir irgendwas? Nehmen wir Habitak. Jo, werde ich dann mal machen. Nee, schwer ist er nicht. Den habe ich damals dann auch mal gemacht. Aber man muss halt das genau wissen, welchen Trainer, wann und wie man das halt dann machen muss. Ja, nicht unbedingt. Das kann man auch mit Fliegen machen. Wenn du ein Pokémon hast, was fliegen kann, geht das auch. Du musst das halt bloß rechtzeitig alles timen. Beziehungsweise ein Fluchtteil dabei haben. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Also man muss jetzt nicht zwingend einen Abra mit Teleport haben. Das funktioniert auch so. Habe ich auch schon gemacht. Aber man muss halt genau wissen, welchen Trainer, wie man was macht. Ich habe noch ein bisschen was im Kopf, aber nicht mehr das Gesamt, den gesamten Trick. Könnte ich dann das Mew sein, wenn er ein Pokémon wird, was du auch benutzt? Wenn es egal. Weiß ich jetzt noch nicht. Also die Leute können entscheiden, welche Pokémon ins Team kommen. Ich habe jetzt erstmal so das Standard-Team von mir und einfach mal, also das heißt Standard-Team, einfach mal ein Team, weil es wird erstmal so zusammengestellt. Einfach so mal ein Pokémon-Team zusammengestellt. Mit den Pokémon, die wo ich eigentlich recht stark finde. Wenn man sie richtig trainiert. Können die halt echt stark werden. Und ja, also die Leute können einfach entscheiden, welche Pokémon ich echt mitnehmen soll und welche nicht. Es bleibt vollkommen euch überlassen. Aber dass ich euch freie Wahl, wenn ihr sagt, hey komm, trainieren Pummeluff, fangen Pummeluff, trainieren Pummeluff nach oben, dann werde ich das natürlich auch machen. Hoppala. Ja, das ist ja kein Thema dann. Aquaknarre, Ratsfratz. Jawohl, das hat schön überlebt. Meine Ratsfratz überlebt es leider nicht mehr. Aber das Kleinstein werde ich jetzt mal fangen. Ja, möchte ich. Und zwar möchte ich mein Bisasam reinholen. Weil ich habe mir nämlich dann gedacht, dass ich in Anschluss an Rot werde ich dann Pokémon Stadium wahrscheinlich machen. Mit dem Pokémon, was ich hier auf dieser Edition trainiere. Und werde dann da die ganzen Cups durchspielen, sowie die Arena-Leiter-Work. So, Kleinstein, Gesteingröße, 0,4 Meter Gewicht, 20 Kilogramm, boah, ist der fette. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Deshalb heißt es ja auch kleiner Stein. So, Spitzname, nein, will ja keiner ein Kleinstein sein, glaube ich mal. Romtek findet TM1, TM1 ist Power Punch. Soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Blues, Zubat, und da kommt mein Pikachu mit Döner Shock. Ja, das Problem ist, das Abra kriegst du auf der roten Edition davor schon mal nicht. Also es ist halt sehr schwer überhaupt erstmal Abra zu fangen. Da müssen wir halt erstmal gucken, dass wir das überhaupt erstmal kriegen. Nee, Kleinstein haben wir schon im Team. Brauche ich nicht nochmal. So, Donnerschock auf das Ratzi-Kratzi.
und sein Razzifrazzi ist paralysiert. Also du meinst, ja genau, da hinten den Trainer müssen wir machen, genau. Entschuldigung, da habe ich mich vertan. Da habe ich den Typen verwechselt. Wie gesagt, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich diesen Trick mal gemacht habe. Also ich bin mit der Edition groß geworden, da kannst du dir mal überlegen. Also ich bin jetzt 24, kannst du mal überlegen. Das Spiel ist 1997 in Deutschland erschienen, dann kannst du überlegen, wie lange das schon her ist, dass ich die Edition mal gespielt habe. Also, es ist schon ein Weilchen her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. Pikachu. Donner Shark. Jo, werde ich machen. Ja, früher wusste ich den auch mal auswendig. Also mein allererstes Mew, da war das ja noch nicht bekannt, das mit dem Trick. Da war Internet ja noch nicht so großzügig verbreitet, sagen wir es mal so. Da musste man nämlich noch mit einem sehr, sehr schlechten Modem ins Internet gehen. Da warst du froh, wenn du mal nach einer Minute oder so die Seite endlich mal offen gehabt hast. Da war der Trick echt noch nicht so weit verbreitet, da war generell noch nicht einmal der Trick mit Missigno zum Beispiel weit verbreitet. Zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann alles erst durch Mundpropaganda erst rumgesprochen. Also, zu der Zeit war es echt ein bisschen schwierig. Und ich bin dann auch erst sehr ein bisschen später erstmal drauf gekommen durchs Internet. Dann habe ich erstmal den Trick dann erstmal herausgefunden. Wieder war, aber ich hatte davor schon Mew, weil ich das mir von einem Pokémon-Event geholt habe. Und ich war da halt einer der wenigen, wo Mew dann gehabt haben. Und wir haben halt dann Mew dann so geklont über den Editionen, wenn man halt den Gameboy ausgemacht hat. Das ist uns per Zufall mal entgegengekommen. Und ja. Ja, es ist, wie gesagt, hat alles echt schon Ewigkeiten her, dass ich die Edition mal gespielt habe. Und ja, ich habe heute mir einfach mal die ganzen alten Pokémon-Filme reingezogen. Und dann ist mir die Idee gekommen, hey, zock mal einfach mal Pokémon Rot. Habe ich eigentlich noch einen Traum? Nee, aber ich habe noch einen Mondstein. Also den würde ich jetzt noch nicht verwenden. Nidoran ist 14. Nee, das machen wir noch nicht. Das ist Geduld. Das ist Power Punch. Mega Heap. Power Punch gab es aber noch nicht. Mega Heap, genau. Nidoran kann er nicht. Kann nur Pikachu. Mega Heap Pikachu. Nee, er ist doof. Den heben wir uns nochmal auf. Und wir gehen schon langsam die Pokémon aus. Also ich muss jetzt mal schauen, dass ich mal schon langsam hier durch den Mondberg durchkomme. Da wo man ja auch mit sehr, sehr weniger Fangrate ja ein Pixie, Pipi fangen kann. Pixie ist die Weiterentwicklung. Ein Pipi fangen kann.
Ja, früher war das echt alles noch ein bisschen anders. Aber das Infrarot war auch erst um einiges später erst. Das ging dann mit der. Oh, mit welcher. Nee, Infrarot, das war immer nur vom Handy, genau. Das war die einzigste kabellose Übertragung vom Handy zu Handy. In den Editionen ging das nicht. Das ging dann ganz, ganz später dann mal mit den GBA, dann später dann mit der Feuerroten und Blattgrün konnte man dann per WLAN quasi mal tauschen. Oh, mein Pikachu. Ich setze jetzt erstmal meinen Kleinstein ein, weil das ist. Hat eine hohe physische Verteidigung, Grad 2 greift physisch an, also sollte es nicht viel Schaden machen, 1 höchstens. Ah, okay, noch ein bisschen mehr. Vielleicht komme ich noch zu einem Tackle. Ah, doch nicht, verdammt. Kennst du Verse? Der hält ihn, glaube ich. Ich glaube, ich 3 bis 5 Pokémon und spiele den Rekord. Nee. Also ich habe mir mal einen Pokémon Speedrun zwar mal angeschaut, aber das ist einfach zu krank. Okay, Gameboy Color. Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich hatte nie einen Gameboy Color, ich hatte entweder einen Gameboy oder einen Gameboy Advance. Das waren meine Gameboys, die was ich gehabt habe. So, Rankenhieb. Haus weg des Ratsprats. Komm nochmal. Das tut weh, das tut weh. Oh. Okay, Glück gehabt. Und da kommt es auch schon. Das Pokémon, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe. Egelsamen. Jawohl, ging daneben. Puh. Glück gehabt. Erstmal schön mit. Aha, verdammt verdrückt. Das soll jetzt nicht das Problem darstellen. Erstmal ein bisschen absaugen. Und naja. Dieser Samen. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. War klar. Das war klar. Na, schon wieder. Also ist echt ein bisschen komisch auf Super Nintendo Controller das zu machen. Na, war klar. Da waren meine Pokémon alle schon zu schwach für den Typen. Das heißt, wir müssen nochmal durch die Höhle. Wir müssen jetzt alle wieder topfit sein. Jo. So, dann machen wir mal einen schnellen Durchgang durch die Höhle. Ein Kleinstein. Hallöchen. So. Mein Nidoran. Ja, Infrarot war halt einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so die gute Übertragung. Wir haben das damals immer per Gamelink-Kabel gemacht, weil das einfach wesentlich sinnvoller war. Mondberg, ja, Mondberg. Also habe ich gesagt, habe ich jetzt irgendwas anderes gesagt? Weiß ich nicht mehr. Wenn es dann tut's mir leid, wenn ich was anderes gesagt habe. Keine Ahnung. Habe ich Silberberg gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich meinte natürlich den Mondberg, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe. Der Mondberg ist halt ein bisschen so eine eigene Sache. Ja, das kannte ich für den Gameboy. Das Ding hatte ich auch. Und ich hatte sogar einen Akku für mein Gameboy, den was man extra noch anstecken konnte. Das waren echt so krasse Gimmicks. Achso, ja, okay, dann passt es, ja. Ich hasse den Mundberg auch. Ist echt doof. Vor allem die Zubats-Invasion, die hat sich in kein Pokémon-Teil geändert. Du gehst in eine Höhle rein und du wirst sofort mit Zubat konfrontiert. Jeder hat einen Zubat-Hass. In jedem Pokémon-Spiel. In jedem Pokémon-Spiel kommen Zubats und Goldbats in Höhlen vor. Immer. Immer. So, du komischer Team Rocket. Jetzt bash ich dich weg. Jetzt bist du weg. Jetzt habe ich all meine Pokémon und jetzt bist du weg. Ich wäre wieder. So, jetzt hol mir den Ratzelfratzel raus und dann ist weg. So. Giftstachel. Da kannst du Routen schlagen, was du möchtest. Zack. Nochmal ein Giftstachel. Ich hätte gerne mal eine bessere Attacke, ganz ehrlich. Zubat, 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 gleich schnell. Zubat, Zubat, Zubat. Ja, also so ungefähr. Das ist immer so die das Trauma irgendwie. Ja, endlich mal vergiftet. Und den Tackle! Das gibt Schaden, Ratz. Also die Schadensberechnung aber auch immer noch so geil. Der Giftschaden kommt vor meinem Angriff immer. In den jetzigen Editionen greifen beide erst an und dann kommen erst die Statusveränderungen zum Vorschein. Ja, das möchte ich, weil Käfer ist jetzt nicht so geil. Ich nehme mein Pikachu natürlich, weil es sehr effektiv ist gegen Flug-Pokémon. Pika! Dönerschock! Bam! Das hat er schon mal schön reingehauen. So mag ich das. Von der dicken Elektromaus. Erstmal einen schönen Dönerschock rein. Bam! Es gibt mehrere Pokémon, die wo in Höhlen wohnen, aber. Es muss ja nicht immer die Zubat sein, weißt? Also es gibt ja noch andere Pokémon, was in Höhlen leben. Das war die erste Edition, okay, da gab es noch nicht so viele, aber mittlerweile auch in den neuen Editionen, da triffst du so oft auf den Zubat. Und ich verstehe es nicht, warum. Ich verstehe es einfach nicht. Ist nur einmal. Nee, mein Nidoran ist da nicht so cool gegen Gift. Was haben wir denn hier? Gift. Ja, ich habe Dönerschock gesagt. Das ist für mich der Dönerschock. Kein Donnerschock, sondern der Dönerschock. Und da ist er auch wieder, der Dönerschock. Also ich weiß, dass es der Donnerschock ist, aber ich finde Dönerschock irgendwie super. Ratzfratz. Hau ihm Ruckzuckiebe rein. Okay, das ist nicht so besonders viel Schaden. Nicht cool, nicht cool. Aquaknarre. Schwab, das Slimer weg. Nein!
Nein, du machst einen Volltreffer, verdammt. Hab ich Arg. Also nicht immer, das sage ich nur in dem Spiel, weil ich es halt einfach lustiger finde, den Döner-Shot. Oder Dönerblitz oder der Döner. Also voll weggedönert, das finde ich irgendwie super. Keine Ahnung. Irgendwie mal hängen geblieben. Irgendwann bin ich mal, wo ich klein war, sind wir mal da drauf gekommen. Dann haben wir immer gesagt, die war alles schon mal so voll wegdönern. Hallöchen, Waffles. Servus. Endlich mal wieder ein altbekannter Name im Chat. Ja, langsam werden mal die Leute wach und kommen mal wieder mal auf Mainstream. Kleinstein ist halt die ultimative Verteidigung gegen Elektro-Pokémon. Ja doch schon, Alter. Wafflet, der ist nicht so oft auf meinem Chat und du bist ja eigentlich schon Stammgast auf meinem Chat, also von dem her. Ein Smogon, ein Gift-Pokémon. Das können wir jetzt da dagegen einsetzen am besten. Smogon ist physisch, also nehme ich mal mein angeschwächtes Pikachu. Weil es greift es speziell an, Smogon hat jetzt nicht so den hohen Spätzwert. Bäm. Naja, geht. Smogging daneben, sehr schön. Gibt's nochmal einen Dönerschock? Haha, sehr schön. Nochmal einen Dönerschock. Ja, das war auch so eine Aktion, weil ich war noch wach und mir war sowieso langweilig und Affle, der hatte nichts zu tun in der Arbeit und da habe ich mir gedacht, hey komm, dann tue ich ihm was streamen, damit er zumindest ein bisschen Beschäftigung hat. So. Liebe Leute, im Chat, welches Fossil soll ich nehmen? Möchtest das Domfossil oder das Helixfossil? Ich glaube, das Domfossil, das war für Caputo und das Helixfossil war für Ammonitas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Welches Fossil soll ich denn nehmen? Lukas kann mich bis sicherlich korrigieren, falls ich jetzt falsch gelegen habe, was Caputo und was Ammonitas ist. Ich bin mir jetzt nochmal ganz sicher. Das Domfossil war Caputo, sondern. Denk an Mew, ja. Ja, ich muss ja erst einmal Misty schlagen. Und was heißt Misty schlagen? Jetzt muss ich erstmal nach Azuria City kommen. Das Domfossil soll ich nehmen. Und dann werden wir das Domfossil nehmen. Und dann geht's auch weiter. Punita-Fossil. Du bist auch ein Punita-Fossil. Ich glaube, hier war doch irgendwo noch ein verstecktes Item. Oder auch nicht. So. Ein Hopper nach unten.
So. Dann tun wir mal heilen. So. Ja, das weiß ich, das mit dem Nidoking. Das fängt man dann auf Level 1 im Vertania-Wald, wenn man eine gewisse Reihenfolge macht, und dann kommt dann ein Nidoking auf Level 1, was man sich dann ganz leicht fangen kann, und dann, wenn du ein Level ab mit dem machst, ist es sofort auf Level 100. Und ja, das werde ich jetzt gerade mal eben schnell machen. Muss bloß mal ein neues Fenster mal wieder kurz aufmachen. Mal alles kurz wegmachen. Also, ich werde jetzt da eben mal ein bisschen rumstehen und kurz mal nachgucken. Ein kleinen Trick, was ich persönlich kenne durch Missigno. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du den Missigno Glitch anwendet, sind da immer Pokémon so auf Level 100 oder über 100 an den Seiten, wenn man da so hin, auf und ab fährt. Und das, was mir aufgefallen ist, weil ich habe das Spiel mit unterschiedlichen Namen damals angefangen, ist es, dass die Pokémon nach den Namen variieren. Also wenn's ihr eine Mewtwo-Armee aufbauen wollt, ohne Witz, das ist wirklich so. Ich hab's ausprobiert. Also zu mir, zumindest war das bei mir immer so. Wenn's ihr euch Matrose nennt und ihr fährt's dann da an der Seite lang und habt's einen Missing-No-Cheat gemacht an der Zinnoberinsel, dann tauchen da Mewtwos auf. So. Denke natürlich daran, genug Pokébälle dabei zu haben. Kleiner Tipp auf Route 4. Da. Variante, Level, bla bla bla. Andere Pokémon durch den Mew-Glitch, bla bla bla. Weitere Trainer, bla bla bla. So. Kleiner Tipp auf Route 4. Rechts des Mondberges Ausgang ist eine Treppe versteckt. Ein Pokémon im Team, das Mew zum Beispiel in Schlaf versetzen kann. Gesang etc. ist auch nützlich. Du darfst noch nicht gegen den Trainer gekämpft haben, der sich westlich der Nuggetbrücke aus Angst vor dem anderen Trainern. In der Gasse versteckt hat. Ebenso. Ebenso wenig gegen den Trainer westlich der Nagelbrücke mit dem Fleckmon. Speichere dein Spiel ab, bevor du zum Trainer gehst, falls dir der Teleport nicht gelingt. Nähere dich ihm von oben. Sobald er in Sicht ist, drück sofort Start und teleportiere dich mit Abwurz zum letzten Pokémon Center in der Zuria City, das aufgezeichnet wird. Okay. Also ich glaube jetzt, ich weiß es. Also ich bin mir jetzt so 100% sicher. Aber
Oh, hoppala. Den Chat sollte man schon sehen. So. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier schon speichern. So, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, ich gehe davon nochmal ins Pokémon Center, damit ich auch immer noch in Azuria City zurückkomme. Und so wie ihr jetzt an der Spielzeit gesehen habt, seht ihr, wie lange ich schon am Streamen bin. Schon 2 Stunden 42, also knappe 3 Stunden nur Pokémon Action hier auf meinem Stream. Ja, ich heile trotzdem gerne meine Pokémon einfach nochmal. Und speichere dann nochmal ab, bevor ich auf die Nagelbrücke hochgehe. Es passiert ja nichts. Also, Leute, es ist ja kein Speedrun oder so, sondern einfach schön gemütlich mal ein bisschen Pokémon-Action hier zocken. Also immer noch unterwegs, natürlich bin ich unterwegs, mir geht es bestens, ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mir, was du gefangen hast, komm on, Jack. Natürlich, werde ich machen. Also das ist das Letzte, was du sehen wirst. So, Taub Booger. Dagegen habe ich eine super Waffe und zwar mein Pikachu. Es ist zwar schwächer als wie dein Taubuga, aber das ist mir Wumpe. Alter, mach das schauen. Okay, ich krieg derbe eine auf den Latz. Boah, ey, Kleinschwein. Du musst die Situation klären. Einfach mal ein bisschen runterschwächen. So. Wahrscheinlich sind meine Pokémon noch ein bisschen zu schwach auf der Brust für seine. Und wenn das dann so ist, dann heißt das halt einfach nochmal ein bisschen trainieren, ne? Mal schauen, was ich hier noch rausreißen kann. Das Verbogel ist zumindest schon mal sehr, sehr gut angeschwächt. Dank meinen Kleinstein. Ah, was nehmen wir denn? Nidoran bringt nichts, Habitat bringt nichts, diese Samen sowieso nicht, also naja, bei Ratzratz. Mit Ruckzuckhieb. Und mal versuchen ein bisschen Schaden rauszuhauen. Das ist dann nur minimaler Schaden, was ich jetzt mehr gemacht habe. Das ist halt einfach dieses doofe Taubuga, das was halt immer alles kaputt macht. So, Habitak. Schnabel. Ja, war klar. Diese doofe Sandwürgel-Attacke, ich hasse die sowas von. Oder generell Attacken, wo die Genauigkeit senken, die hasse ich ja abgrundtief. So, noch einen, komm schon. Komm schon, Habitak. Nein, nicht Habitak. Verdammt. Okay, die Buban, du bist dran. Hau es weg. Mit einem Tackle. Nidoran, jetzt komm, streng dich mal an.
Komm! Jawohl! Geht doch! Schöne Erfahrungspunkte und da erreicht das Level 15. Und da kommt ein Abra. Und da haue ich jetzt meinen Bisasam auf alle Fälle rein. Das kann nämlich nichts anderes aus wie Teleport. Und dann kann ich Bisasam erstmal ein bisschen schön trainieren. Hau drauf mit dem Rasenhieb! Gott. Das wollte gar keinen Schaden. Naja, also das kriegt dann wieder so Samen, eine schöne Erfahrungspunkte. Und dann wird er wahrscheinlich sowieso wieder sein Glutexo in den Kampf schicken. Und dann werde ich wahrscheinlich haushoch verlieren. Setzt sein Abra weg. Erreicht Level 14, jawohl, so mag ich das. Ne, jetzt erst kommt noch sein Ratzfratz. Okay. Erstmal wieder schön bepflanzen. Hyperzahn, au, 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 au. Nicht toll. Gar nicht toll. Nee, einen Trank habe ich nicht mehr. Verdammt. Dann der taktische Wechsel auf Nidoran. Hallöchen, der Hacker. Auch mal da. So. Giftstachel! Ah, das macht dann nicht so viel, verdammt. Diesen Kampf werde ich verlieren. Jawohl, habe ich gerade noch überlebt. Also, der Zahn, das war klar. Naja, so schlecht habe ich mich jetzt gar nicht mehr geschlagen für das, dass meine Pokémon vollkommen unterlevelt sind. Meine Stimme ist irgendwie verdammt leise. Das höre ich irgendwie öfters. Also warum? Multiplikator. Tu es einfach mal so, vielleicht ist es jetzt ein bisschen lauter. Der Don ist auch da. Ich soll euch einladen. Okay. So, Hallöchen. Hi, Kotze. Ja, Servus. Schau auch an die Leute auf dem Stream. Servus. Hallöchen. Wir dachten, wir kommen mal vorbei und spammen dich ein bisschen zu. Ist ja nichts Neues. Ja. Weil wir sind ja jetzt Leute, die anständiges Internet haben. Also ganz besonders der Hacker. Wir sehen gerade, dass du Pokémon, lass mich raten, Rot streamst. Genau. Ich hab das gleiche gemacht, nur mit Gelb. Genau. Nee, weil ich habe mir heute mal die alten Pokémon-Filme reingezogen. Also Mewtwo vs. Mew und Mewtwo kehrt zurück. Da habe ich gedacht, hey, Pokémon Rot mal wieder zocken, wäre schon cool. Oh mein Gott. Also man merkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, der liebe Gromtek hat einfach zu viel Zeit und man hört nichts von Skype. Happy Mary.
Ja, beim Outtake läuft das halt runter und drüber, wir wissen das alle. Ja. Aber da fischen wir ihn und wir wissen jetzt auch endlich mal, dass der Junge vom Tag aus Bayern kommt. Danke für diese tolle Flagge da unten im Chat, auf dem Stream. Die ist super. Ja. Und oben im Text steht's ja auch nochmal drin, Bavarian. Ja, Marker, es hat sich sehr viel geändert. Also der Comtech braucht mich nicht mehr. Der ist schon übelst der Checker und so Sachen. Der braucht mich nicht mehr. Ja, ich möchte das schon. Also, ne? So. Also, lieben Leute, ihr seid wirklich auf einem guten Stream gelandet, weil der Comtech, der kümmert sich ja immer liebevoll um euch. Und ich grüße euch natürlich noch alle. So, jetzt sollte es auf alle Fälle besser sein, dass man generell ein bisschen mehr hört. Ja, also ich höre es ja ein bisschen im Hintergrund mit, weil ich muss es ja muten leider, da wir ihn ja jetzt hier in Skype richtig hören, aber es hört schon gut an, denke ich mal. Also ich habe den Spielesound jetzt halt nochmal anders runtergeregelt und die insgesamte Lautstärke ein bisschen höher geregelt, also es sollte jetzt eigentlich sich sehr gut anhören. Was spielst du das eigentlich? Auf den Super Nintendo. Mit dem tollen 15-Euro-Grabber, den ich auch habe, ne? Jo. Ja, der ist super, der ist toll. Also sehen Sie, totales HD. Also wir beide benutzen einen eigentlichen Grabber, der hunderte von Euro kostet. Aber das kann der leider nicht abgreifen. Deswegen dachten wir so, 15 Euro reicht doch auch für den Grabber. Und der funktioniert einfach frei. Ja, leider müssen wir das ja mit dem Billig-Grabber machen. Weil der Teure das einfach das Full HD, Ultra HD nicht abgreifen kann. Von diesem Spiel. Es liegt einfach daran, dass die neuen Grabber, die können leider die geringe Auflösung von den alten Konsolen nicht abgreifen. Das heißt, also da kriegt der Grabber kein Signal. Und alles, was so ab GameCube, PlayStation 2 und Xbox so ist, das ist alles kein Problem für den Grabber, aber alles, was drunter ist, macht der halt Probleme. Deswegen müssen wir dann für niedrige Auflösung auch den niedrigen Grabber nehmen, aber der funktioniert. Jo. Ja. Die gute Technik schätzt nicht die alte Technik. Ja. Und vor allem, ich habe es jetzt endlich hingekriegt, dass ich es ohne Lags jetzt endlich mal spielen kann, die alten Konsolen. Ja, das ist super. Weil... dass wir mal zu dritt jetzt Multi-Twitch machen. Zu dritt Multi-Twitch? Ja. Okay. Ja, das könnten wir. Das ist halt nur überlegen, was und wie und wieso. Jo. Irgendwas. Wir spielen Hammerwatch. Nee, das kann man zu dritt spielen. Hä? Das muss was für Konsolen sein. Das gibt's doch auf der Xbox. Nee, also wir reden von alten Konsolen, so NES oder SNES, weißt du? Oder N64 wird auch noch gehen. Oder N64 wird auch noch gehen, ja. Aber ich will ja so gut wie es geht von originalen Konsolen spielen. Ja, ich auch. Ich hab keinen Grabber. Ja, du, bei dir ist es Ausnahme, das ist ja kein Problem. Also das ist. Erik 96, Servus. Servus. Willkommen beim Comtech, der aus Bayern kommt, wie du es unten an der Flagge. Ich hab da mal eine Mörder-Idee. Und jetzt kommt's. Eine Playstation besitzt ihr beide? Ja, ne? Also der Don auf jeden Fall. Welche? Die erste. Eine erste besitze ich nicht. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Wieso? Was meinst du? Spielen. Ja, habe ich so überlegt. Das ist einer meiner Flohmarkt-Schnäppchen, die ich so geschlagen habe. Waren unter anderem auch Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Aber wir könnten ja generell mal ein Yu-Gi-Oh! Match machen, weil es gibt ja ein nettes Programm für den PC. Das, was man kostenlos spielen kann, wo man alle Karten quasi reintun kann. Ist das nach den neuen Regeln schon oder noch nach den alten? Man kann nach den alten bzw. nach den neuen Regelungen spielen. Achso. Ich bin raus. Nee. Ich habe auch noch eine Dreamcast hier liegen mit Phantasy Star Online, also. Das geht bestimmt noch online, 100 Pro. Offiziell nicht mehr, aber es gibt so ein Grüppchen da, was halt ziemlich gute Privatserver hat. Nee, ich habe das Ideale, wir spielen alle Mega Man X1. Mega Man besitze ich leider nicht.
die einzigen, die ich besitze, sind X4 und X5. Ne, Mega Man X1 wäre schon super. Weil das hat nämlich der Gromtek, ich hab das und du hast das auch, Daka, sag mal. Du hast dir doch auch die Collection gekauft, oder? Ich denke, ja doch, ich hab bestimmt ja mir letzten Monat auch noch geholt. Da habt ihr mich ja noch zu angestiftet. Hey, also, dann hast du das Ding ja auch, also. Dann machen wir heute Abend wieder mal schön X1, hä? Jo, meinetwegen. Muss ich mich nur mal wieder reinspielen. Wie gesagt, Collection, so habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ja, das ist ja bei weitem nicht so schlimm, weil ich bin ja auch grottenschlecht in diesem Spiel. Ich kann es auch nicht. Also werdet ihr heute wieder drei Noobs sehen, wie sie dieses Spiel spielen. Ja. Also, spielt doch Pokémon Y zusammen. Ihr fängt alle an. Nee, das ist... Erstens mal, Pokémon, okay, gut, ist alles schön und gut, aber... Und jetzt kommt das große Aber. Du brauchst ein 3DS, du brauchst Y oder X und du brauchst ein 3DS, der umgebaut ist, um ihn abzugraben. Weil es gibt weder einen Emulator für 3DS noch sonst irgendwas und ich werde bestimmt nicht den 3DS die ganze Zeit vor die Webcam halten. Also Erik, war wirklich lieb gemeint, aber das ist aus technischer Sicht nicht möglich. Also wir können das weder emulieren noch abgreifen. Oder wir spielen Pokémon Stadium. Nee, das habe ich. Den ersten Teil habe ich. Aber das ist langweilig. Das ist doch total blöd. Ja, das sind nur einfach mal so ein paar Sachen, die ich hier in den Raum schmeiße. Nee, also ich denke, wir werden... oder wieder Donkey Kong Country 1. Ich bin mal ganz kurz weg. Ja. Ja, da müssen wir jetzt schauen. Und jetzt endlich tut sich mein Nidoran mal entwickeln. Das heißt gar nicht Selka. Ja, mein Nidoran war immer Selka und dann ging das Vieh total ab. So. Na gut, bei mir im Hintergrund läuft ja auch noch Peace Walker. Also, das bin ich ja auch wieder die ganze Zeit am Spielen. Aber wie gesagt, heute Abend wäre es mal cool, weil ich habe ja gesehen, dass der Gromtek und der Haka wieder gestreamt haben, weil das Wochenende war ich unterwegs mit meiner Freundin und da sah ich dann in meinem E-Mail-Postfach, ja, Gromtek live am Stream und der Haka am Stream. Also denke ich mal, dass die Streams bei den beiden funktionieren. Also werden wir vielleicht heute Abend dann mal, was heißt vielleicht, wir werden das tun, Triple Twitch machen. Das heißt also, drei Leute zusammen spielen ein Spiel. Wir müssen uns halt nur noch drauf einigen, welches Spiel. Jo, da können wir ja mal ein paar Spiele raussuchen. Genau. So, hast du den frag auch mal die zweite, weil braucht noch ein paar Freunde, nur wenn es kein Problem ist. Also ich habe Pokémon X und nicht Y. Ja. Weil ich fand X irgendwie cooler. Ich habe einen 3DS, ich habe X und Y, aber mit meinem 3DS kann man nicht zurzeit online gehen. Weil ich habe X und Y, also ich habe beide original. Und ja, bitte Skype noch leiser schalten, ganz leise. Und Aha. Ich habe leider keinen 3DS. Deswegen. So ganz nee, also leise. Ich denke, wir werden mal beim Super Nintendo bleiben. Also ich denke, das ist die Konsole, die wir drei am meisten, also definitiv am meisten kennen, gespielt haben. Können auch Tomb Raider alle drei spielen. Ja, da kommen mit Sachen, ey, Tomb Raider. Ocarina of Time, alle drei. Ja, genau. Und ihr seid schon beim Ganon, ey, während ich noch im Dekobaum feste. Das wiederum nicht, weil ich habe Ocarina of Time ja auch noch nie durchgespielt. Nee, wisst ihr was? Wir spielen alle Zelda 1. Nee, Zelda 2. Boah, nee. Nee. Adventure of Link. Nee, also Gromtek und ich müssen ja noch Minish Cap irgendwann mal fertig machen. Aber wie ihr schon merkt, ist unsere Begeisterung über dieses Spiel deutlich verflogen nach zwei Teilen. Weil irgendwie das Spiel doch nicht so das Wahre ist. Also, ja. Minish Cap war ganz gut. Durchgespielt habe ich es persönlich auch noch nicht. Weil ich sah, irgendwo hing ich. In irgendeinem Tempel kam ich nicht weiter. Also, so schlecht fand ich es nicht. Da gab es wesentlich schlechtere. Sich, ja, klar, aber es hat sich gezogen wie eine Sau. Das ist halt die. Ja, das stimmt. Das ist nämlich das Ganze. Das ist das Hauptproblem, weil es halt immer wieder dasselbe ist und es wird halt mit der Zeit echt langweilig. Ja. Deswegen, also Abwechslung kenne ich anders. Deswegen hätte ich jetzt mal in den Raum geschmissen, dass wir... So.
das wir. Also ich hätte jetzt drei Spiele, die haben Gromtek und ich schon gespielt, aber der Haker kennt die auch. Also, ich hätte im Angebot, was wir spielen können. Erstens mal, wir können wieder Castlevania 1 spielen. Ich bin kein Castlevania-Fan. Gut, das ist schon mal dann weg. Dann hätte ich noch Donkey Kong Country. Der erste. Auf dem Super Nintendo. Besitze ich leider keins. Und dann, wie gesagt, Mega Man X. Ja. Mega Man X, ja, könnten wir machen. Aber wie gesagt, ich habe Mega Man X noch nie so wirklich, also Mega Man allgemein, außer X4 und X5 nie wirklich gespielt. Also ich wäre für. Aber wir können es gerne mal machen. Ich wäre für Mega Man 2. Mega Man 2, ja, genau. Wir machen Speedrun. Nee, wir zocken alles Super Mario 64. Ja, du weißt du, wie lange ich das jetzt nicht mehr geübt habe? Ja, denkst du, ich? Guck dir meinen letzten Run an, ey. Das letzte Mal, als ich das Spiel gespielt habe, wollte ich in den Bildschirm rein und diesen blöden Klempner auseinandernehmen. Ja, also ich denke, das wäre auch eine Option. Also Super Mario 64, weil das hat jeder von uns. Also das ist... Das wäre wirklich mal wieder was Neues. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich habe ja hier auch noch eine kleine Liste an Spielen, die ich so habe. Ich fange nämlich langsam mal an. Wir zocken einfach Mario Bros. Ja, Mario Bros, genau. Das war der erste. Hallo, ja, das ist auch ein... Das fände ich auch gar nicht so schön. Nee, wir zocken Super Mario World. Ja. Das Speedrun ich nämlich auch jetzt schon in letzter Zeit. Lukas, Smaragd werde ich auf alle Fälle auch nochmal spielen. Das ist auch kein Thema. Kann er alles von meinen Originalkonsolen näher spielen? Jetzt kommt mal was ganz, ganz abstraktes: Batman Forever. Boah, ey, also kommt. Ach, kommt der, sag ich schon. Ne, also der Haker macht sich gerade sehr unbeliebt bei mir. Contra 3 habe ich auch noch liegen. Habe ich auch, ja. Nee, nicht. Robotector musst du sagen. Bei uns Robotector, das, stimmt. Bei uns heißt das Probotector. Dann. Das allererste Contra bzw. Probotector auf dem NES. Das habe ich leider nicht. Habe ich auch nicht. Den Teil. Ah. Geht überhaupt denn NES dann, nachdem der dir das letzte Mal aufgeraucht ist? Nee, der ist nicht abgeraucht. Also ich habe ihn noch nicht getestet, ey. Also der liegt im Regal. Wenn nicht, hole ich einfach einen Klon. Ist auch kein Problem. Da oder wir machen einen kleinen, nicht jugendfreien Stream und zocken alle Brutal Doom. Nee, Brutal Doom zocke ich nicht. Zockst du es nur auf der PS3. Das Original Doom. Weil ich finde die Mod ist zwar cool, aber ich mag das oben und runter mit dem Nachladen und so weiter. Das ist für mich kein Doom mehr. Och, ich fand das, ja klar, es ist kein richtiges Doom mehr, aber ich fand das ganz nett. Also wir, und außerdem Gromtex-Rechner packt das nicht mit dem Upgraden. Doch, das packt er schon, aber ich find's trotzdem nicht gut, das Brutal Doom. Es ist zwar viel blutiger und so, aber ich find das mit dem, dass man noch oben ziehen kann und so weiter, finde ich alles nicht so prickelnd. Ich spiel, wenn es das Original Doom, können wir gerne zocken, ich hab alle Dooms da. Ich auch. Also bis aufs 3er. Wollte ich gerade sagen, ich habe auch die BFG Edition. Also das 3er habe ich nicht, aber ich habe also 1 und 2 in allen Mod-Varianten, also... Das wäre ja auch mal so ein Ding, das mit Doom spielen. Doom wäre auch nicht schlecht, ja, also... Aber da verfranz ich mich immer so. Ja, das stimmt wohl. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe Doom nie durchgespielt. Ja, Crash Bandicoot wäre auch eine Option. Habe ich nicht. Ich könnte auch eben zum Kollegen Spyro fahren und zum Kollegen radeln und mir Wolfenstein 3D von